Schaden. Ja, 30. Genau, das sind wir dann, denke ich, hatten uns zurück teleportiert, wenn ich recht entsinne. Da waren noch einige Gegner, wie schon gesagt, jetzt in diesem Dungeon, in dem wir da zuletzt drin waren, übrig gewesen. Oder dann noch ein Gebiet, wo wir dann nicht weiter gegangen waren. Wir müssen ja noch mal schauen, ob wir jetzt dort noch mal in den Eingang dort mitten im Wald reingehen oder ob wir stattdessen einfach von der Stadt aus da noch mal hinreisen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wir hatten ja zuletzt auch noch mal ein paar Mana-Tränke und so mitgenommen, diese ganz simplen kleinen. Mal schauen, in dieser Stadt dort gibt es ja vielleicht schon die etwas größeren. So extrem viel hat das ja alles nicht gekostet. Von daher denke ich mal, ist vielleicht ganz gut, wenn wir da noch was mitnehmen. Ja, trostlose Wildnis, ne? Das. Ja. Ja, morgens Informant. Finde die Kanalisation von Kartal unter. Hatten wir ja schon gesehen. Und wir sind jetzt hier. Und Kartal ist ja hier drüben. Kraft. Also, hier bin ja nicht mehr ganz sicher. Hier drüben oder so ging es ja dann auch irgendwie noch ein bisschen weiter, wo wir dann gesagt haben: Naja, da waren dann halt nochmal diese etwas härteren Gegner. Aber vielleicht erstmal noch diesen einen Dungeon oder so dort ein bisschen näher erkunden, wenn wir nochmal irgendwie ein Levelchen oder so aufsteigen könnten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau. Wenn so extrem viel Erfahrung brauchen wir jetzt dann vielleicht auch nicht mehr bis 17. Dann holen wir vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Okay, na gut. Oder macht das Sinn, jetzt hier schon mal gleich ein bisschen noch rumzukämpfen von hier aus? Einfach mal gleich ein bisschen zu schauen. With weather like this, I should have taken the day off. Schon mal irgendwelche toten Typen hier. Ist das da hinten vielleicht ein... Mein Kartal wird das nicht sein, nur. I feel so tired. Sind schon wieder irgendwelche Gegner oder zumindest brennt irgendwas? Öffnen. Erhaltet Sternsilber. Bringt Irne das Sternsilber. Okay. In Seehafen. Na gut, da wollen wir sowieso hin. Also das können wir ja schon mal gerne mal so annehmen. Gut, und da ist irgend so ein Goblin-Lager. Das wird bestimmt nicht so leicht. Dann, ja, gehen wir erstmal doch nochmal nach Seehafen und wie schon gesagt, schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier alles ist. Höker. Du warst der irgendwie alles mögliche. Man konnte Sachen direkt an dich verkaufen, oder? Wie war das? Iorgas. Gebe ich Seehafen ja da. Wobei diese Karte ist, denke ich, auch so ein bisschen verzogen. Wir wollen, denke ich, weiter hier rüber. War schon ein langer Weg von da aus.
Widerstand, Heilbrunnen. Lord Kilburn, ja, ich denke, da ist es richtig. Achso, ja, hier rüber und dann. Ja. Da das ja dann zum Rasten reicht, denke ich mal, macht es nicht unbedingt Sinn, da das schon vorher zu machen. Da können wir uns wirklich das Geld ein bisschen sparen. Nicht zum Ausgraben oder so. Und ich meine, hier nach unten, jetzt wo wir hier sind, könnte es natürlich auch noch gehen, aber da war auch so ein harter Hinterhalt. Aber weiß, ist vielleicht auch schon ein, zwei Levelchen her. Vielleicht ist es ja jetzt dann auch ein Stückchen leichter geworden. Na gut. Dann mal ab hier auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wo diese Person ist. Und wir da dieses Quest da abgeben können. Arthur. Irgendwas mit I war es, ne? Waren die Nagas? Starfoss. Gregor. Bär. Silberkling. Okay, erstmal niemanden gesehen, der so hieß. Irnet. Don't like how people are watching me. Galen. What are you doing? Mondkalb, vielleicht bist du da drin. €96 für 5. Also, na fast 20, ne? Eigentlich eine komische Zahl, die sie da verlangen, aber gut. Du bist der Pferdemeister. Du bist dieser Typ, der das Hart an Wesen dort ausspionieren will. Alester? Ne? Ach. Hatten diese Runde keine Abwehrversuche. Das werden wir uns allerdings dann doch mal mitkaufen. Vielleicht macht das ja doch ein bisschen Sinn. Zeitstase. Ja. Sana. Vielleicht hier hinten noch mit drin, in dieser Bank oder sowas, wenn da wieder mehrere Charaktere waren. Experte beide, ja, das haben wir ja schon.
Ja. Wo könntest du sein? Wunder und Künste. Vielleicht bist du auch da drin. Der Thorsten. Meister der Armbrust, okay. Gibt's da allerdings bei dir ein paar Tränke? Ah. Ja. Ja, 50.000 nur. Fast. Dann können wir sogar die hier noch gerade mitnehmen. So. Säuberung. Da könnte Dunkelheit sein, ne, wie das aussieht, oder primär. Da werden wir in uns nicht mehr so weit reinbegeben. Du hattest noch keinen Anhänger, ne? Schutz vor Schlaf. Hast du sowas schon? Magische Schwäche. Ach, das wird ja nicht angezeigt, genau. Das ist noch kein Schutz vor Schlaf. Wegen das bisschen mehr Widerstand kostet es gleich so viel mehr. Feuergelehrten. Oh, Jüngerstab, das ging gar nicht mal so schlecht. Mein gegen Schlaf ist nicht schlecht, ne? Das kann der hier doch mal bekommen. Und dein anderer ist ein bisschen besser als der 18 bis 20. Du hattest 19 bis 21, ja? Genau. Und den kann man dann weghauen. Gut. Immer noch die Frage, wo. Denner. Gerils Haus, Eldegrims Haus. Ich meine, theoretisch kann da natürlich mehr als eine Person in so ein Haus wieder sein, ne? Das L oder Rüstungen hier, ne Gott, das ist relativ uninteressant. Du bist Feuermeister. Bei Asche,
Da waren wir drin, da waren wir drin. Ins Hartanwesen kommen wir nicht rein. Wann wir ins Silber klingen? Ich denke nicht, wir sind dann, denke ich, außenrum. Hoppala, falscher Buchstabe hier. Ansonsten können wir natürlich nochmal schauen. Also, auch rumlaufen können, naja, egal. Ah. Don't we have better things to do? Bei Sylvanas versteinernden Atem. Das ist der zweitgrößte Klumpen Sternsilber, den ich je gesehen habe. Ihr habt meinen Dank, Schatzjäger. Als Belohnung biete ich euch die erste Waffe an, die ich aus diesem kostbaren Material schmiede. Kommt in einer Woche wieder, dann wartet sie auf euch. Okay. Gut, da sind wir, denke ich, erstmal soweit hier durch hier. Was dieses Zeug betrifft. Warte eine Woche. Okay, steht zumindest dann gleich so da, dann passt das ja. Gut. Dann würde ich sagen, können wir natürlich jetzt auch von hier aus. Genau, hier rein. Da sind wir auch gleich in der Nähe. Oh, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Save. Und bewegen uns da doch nochmal hin. Diesen Hintereingang hier. Mal schauen, ob wir da vielleicht doch noch den ein oder anderen Gegner erledigen können. Ja, es war ja dunkel hier, ne? Ja. Wie sehe ich mich nicht auf der Karte? Ach, hier. Okay. Elves too were part of the Shantiri Empire once. But even we have no memories of how it ended. Goldener Schlüssel. Da unten war es ganz schön hart, ne? Aber vielleicht. Stufe. Ach so, ja. Wenn ich mich da recht entsinne. Stufe 1. Stufe 4, da ging es nicht ja auch noch hin, ne? Aber dann gehen wir doch erstmal Nummer 3 hier rein. Sie sagten ja auch irgendwas von Kanalisation nach Kartal, oder soll man eventuell von hier aus, aber das wäre eigentlich zu weit auf der Karte weg, ne, dass es direkt dahin führt gleich. Yes, I feel strong. Nur violett. Das ist jetzt leuchtend, ja. Glück. Okay, dann nochmal neu laden. Dann war pulsierend die Widerstände. Also irgendwie hatte ich das vom Anfang vom Spiel aus in eine andere Richtung, aber okay. Wir könnten. Ja, Glück vielleicht auch mal ihm geben, da er diesen Bonus jetzt auf diese Crit-Chance dort hat. Now's not a good time, lad.
Yes! Crit-Chance trotzdem plus 3%. Also richtig verstehen tue ich das jetzt nicht, weil er hat ja jetzt zusätzlich ja auch noch diese Geschichte hier, dass er hier nochmal zusätzlich einen Bonus dazu bekommt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Glück an sich bringt, aber dann hätte es ja aus meiner Sicht jetzt mal irgendwie eine Chance noch geben sollen, oder? Naja, egal. Vergiften kannst du eh nicht, dann kannst du auch schießen hier. Erzürnt und rachsüchtig und untoll, okay. Erstmal auf dich. Rüstung. Zack. Zack. Mehr Rüstung. I kill you. Zack, zack. Regeneration. Ausgewichenen oder abgehörten? Nein. So. Ja, dann nehmt ihr doch mal sowas her ein, ne? Müssen ja, denke ich, nach wie vor Gast sein. Elite-Gast. Okay, da wird es schwierig jetzt. Wahrscheinlich. Als Untote sind sie natürlich nach wie vor sowieso immun gegen Gift. Achso, da hätten wir den anderen nehmen müssen. Verfehlt. Das ist nicht gut. Genau, es ist nicht gut. And stay down. Oh, that hurts. Okay. Okay, verfehlt, verfehlt, verfehlt. Verfehlt. Ah, wird ganz schön hart werden. Gast.
Versuche ein und ein oder so. Warum hast du denn so viel mehr? Ich meine, du hast mehr Rüstung. Hm. Du kannst natürlich trotzdem noch mal hier Licht machen. Können wir uns hier mal rasten? Also das wird schon verdammt hart hier. Wirklich mal 4000? Dicke Tränke, also weiß echt nicht, ob wir jetzt hier schon sein sollten, aber solange man sich umsehen kann, werden wir das auch tun. Okay, dann mal pulsierend, okay. Yes, I feel strong. Wird doch bestimmt gleich wieder irgendwas kommen, oder? Was ist besser? Das sind diese hier, ne? Genau. Man, in Anführungszeichen nur untot, aber. Ich denke mal, gegen vier haben wir einfach keine Chance. Was haben die gemacht? Gelähmt. Ach, das haben die als speziellen, na, Fernkampf. Hm. Ich will nicht sagen, dass man sich da vielleicht irgendwie durchzwingen kann mit 100 Tränken pro Kampf und so weiter, aber okay, da kommt man noch nicht rein. Ich denke mal, das ist eher was für später. Wenn wir sie haben. Ja. Wir können jetzt noch mal versuchen Ebene 4, aber die wird wahrscheinlich nicht leichter sein als Ebene 3. Zumindest meine Vermutung, aber wer weiß was schon. Und wir haben noch einen goldenen Schlüssel hier. Ach, hier unten ist noch ein. Ja, falls es hier eh nichts ist, werden wir sowieso neu laden. Dann werden wir den da unten mal noch mit einwerfen, falls das dann das ist. Yes. I feel strong. Ich kann mal ein bisschen länger halten, diese Dinger hier. Okay, das sollte doch irgendwann mal aufgehen, oder? Great. I needed to hit something.
Die Ghoul. Und gleich weggehen sollen, ne? Okay. Das geht relativ gut, ja. Oh, nochmal eine neue Rätselsuche. Geschichte wird erzählt, vergessen und kann neu erzählt werden. Aha. Was zu Pergament gebracht wird, bleibt niemals unverändert. Wahrheit kann immer abgewaschen werden und umgeschrieben werden. Abgewaschen? Tinte? Schrift? Einfach nur Text. Geschichte wird erzählt, vergessen und kann neu erzählt werden. Ja. Was zu Pergament gebracht wird, bleibt niemals unverändert. Das ist natürlich komisch. Kann immer abgewaschen und umgeschrieben werden. Dicht, das hat aber auch keinen Sinn. Es ist halt die Frage, ob es wirklich sowas in der Art ist oder irgendwie etwas ganz anderes, das jetzt viel kryptischer gemeint ist. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was könnte das sein? Es hört halt auch mit einem Komma auf. Nicht, dass in der deutschen Version der letzte entscheidende Hinweis irgendwie noch fehlt. Schrift hat man schon, ne? Dann war ja gedacht Tinte, weil das ja damals halt so geschrieben haben. Es wird nicht sein, es wird kein Wort sein, was hier schon mit drin steht. Also. Da uns unten hier möglicherweise noch etwas fehlt, ist natürlich ein bisschen. Buchstaben? Hier steht zwar so ein Pergament, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Myron. Okay. Okay, das war natürlich mal kein schlechter Shortcut. Wo kommen wir denn da raus? Ach
Rätsel der verborgenen Schriften, okay. Na, da gibt es natürlich noch mehr. Between the various traps and the secret passages, I'm starting to think those castle builders have way too much free time on their hands. Okay, da ist aber nichts weiter drin hier. Das konnte man doch aber vorher noch nicht machen, oder? Ich jetzt mal vermutet. Na gut. Ja, das nehmen wir natürlich gern mal mit. Wahrnehmung muss doch mal du mit. Ich meine, du hast jetzt diesen Bonus. Ich weiß nicht, ob der dann mit gilt. Magie ist so schön, wie du das schon willst. Du musst mal Wahrnehmung noch mit nehmen. Weil weiß war damals ja Glück, ne? Oder? Naja. Kasten, aber das müssen normale Skelette sind, also jetzt nicht so schlimm hier. Ach, Elite, schau an. Niemand was verloren. Ja, passt. Oh, das ist nochmal ein schöner Treffer. Das ging sich erstmal ganz ruhig aus hier und du hast noch relativ viel hier Mana, dann kannst du auch mal das so machen. Das ist für dich, oder? Gold, 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 Gold. Ramsch. Ah, nochmal Magie aufheben und so weiter. Das ist ja in Ordnung. Okay, da ist auf jeden Fall nochmal was verschlossen. Ja, von da kamen wir nochmal in diese Richtung.
being attacked from behind. Das sind aber normale Anführungszeichen. Spenst dort hinten, ne? Ja, das ist halt eine Frage mit diesen hier Lichtklingen, dann könnt ihr halt nicht mehr ausweichen, ne? Das ist so. Ghoul bist, ja. Aber Elite-Skelette, okay. Achso, du bist dran, ja. Normales Gespenst, kein Schreckgespenst, dann geht's so. I kill you. Ja, sparen wir mal ein bisschen Mana hier. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch noch jemand was sein. Oh, Elite Ghoul. Ach, Mann. Ich soll doch mal so ein Ding hier nehmen. Erstmal weg hier. And stay down. Okay. Dolch brauche nicht. Was ist denn ein Krönchen? Drei Rüstung ohne alles. Braucht kein Mensch. Können wir schauen, je nachdem, was jetzt hier noch kommt, aber. Elite-Skelett. Das haben wir relativ. Also, Elite-Ghoul war auch okay, aber diese Ghasts sind schon. Ja. Ah, okay, das ist so eine. Anführungszeichen einseitige Tür. Okay, da würde sogar minimal mehr Basisschaden machen, aber ist natürlich nicht magisch. So. Soll ich das jetzt durchzählen, ob es weniger Felder sind? Nö, ne? Ich gehe einfach zurück jetzt hier. Ich denke, wir können uns diese komische Lichtkugel einfach mal da hinziehen hier. Also Stone Skin setzen wir momentan eh nicht wirklich ein, also von daher passt das schon. Na gut, dann erstmal hier rüber. Hier ist doch irgendwas. Pulsieren.
yes, I feel strong. Also ein bisschen wenig für einen Geheimgang, ne? Einen einzigen Resistenzpunkt. Schwächende Schläge. Skelettsperrwerfer, okay, ist halt auf jeden Fall neu hier. Oh ja, die halten verdammt viel aus, ne? Und die können schwächen. Was beim Zaubern wahrscheinlich egal ist, aber. Okay, Level up. Noch jemand? Nö. Skill. Das ist doch mal eher was. Und Glückshand um 0,4 und bei ihm macht es wirklich nur eins von den beiden? Das ist ja echt mies. Na gut, es geht nur um die Offhand-Waffe, oder? Naja. Okay. Achso, ich wollte auch mal noch hier ausstreichen. Also Kriegsführung haben wir ja jetzt fertig. Das kann mal hier raus. Bei dir ist Kriegsführung ja auch schon raus. So, dann bei dir mal. Ausdauerexperte ist quasi schon mal fertig. Sehr schön. Und du hast Arkane Disziplin, Experte weiter wirst du nicht machen, Mystik Experte weiter wirst du nicht machen, Ausdauer Experte weiter wirst du nicht machen, okay. Ja, schon mal ein bisschen eingekürzt hier, dass es auf meiner Liste steht. So, bist jetzt eh schwach, das müsste ja hier heilen beim Rasten, genau. Skelettsperrwerfer. Okay, da sind dann solche starken nochmal 1100er hier. Also immerhin wieder neue Kreaturen für die Liste hier. Ah nein, Stufe da. Ja, so.
Wollte ich doch gar nicht. Na gut, für den Fall, dass es hier nur eine kleine Geschichte gibt. Na ne, das geht schon nochmal hier über. There are enemies ahead. Ouch. Naja. No, it can't be. Genau. Okay, dann also erstmal nicht weiter. So, mal schauen, was jetzt auf der Ebene eventuell noch kommt, was wir einfach noch machen könnten. Waren wir nicht schon da drüben? Wie kamen wir denn da hin? Cool und Elite. Okay. War jetzt nichts, was einfach alle angreifen. Ne? Okay, das war schon mal nicht schlecht. Okay. Sehr schön. Was du jetzt setzen? Also Mystik. Okay, fertig. Wassermeister Erde. Ich meine, Licht ist natürlich auch schon nicht ganz schlecht. Benutzen wir ja schon sehr viel. Wasser haben wir leider noch und die Expertenzauber und so weiter noch nicht gefunden. Magischer Fokus wird es auch weiterbringen, aber das ist, denke ich, erstmal nicht das Wichtigste. Du machst tatsächlich erstmal. Sehr schön. Moment, hier lang. So. Also genau, wir waren da, war ich hier noch nicht.
Eingang Port Myron. Da ging es erstmal noch nicht rein. Achso, da wird es wahrscheinlich wieder bloß von der Rückseite aus reingehen, ne? Ja, mal schauen. What is that? Sortie. Großmeister Schwerenrüstung. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Von da keine Ahnung kommt. Yes, I feel strong. Gespenst, aber trotzdem noch nicht diese Dings hier. Dann ist es erstmal soweit okay. Oh. Ein Elite-Gespenst dann trotzdem stärker, aber gut. Ganz Feuermeister werden, sehr schön. Und dann würden wir gerne als nächstes eigentlich dann auch noch primär erhöhen. Wir haben irgendwann vielleicht nochmal was dunkel lassen, weil wir auf Stufe 1 das passt schon. Feuermeister musst du bloß noch lernen, genau. Magischer Fokus würde mir auch gefallen, aber erstmal ein bisschen Zauber dann hier auch lernen. Weil auf Meister kriegen wir, denke ich, nochmal ganz schöne Sprüchchen dann dazu. Achso, Moment. Ihr dürft leider keine Feuerresistenz haben, ne? Ja. Untoten, ja. Mehr Gold. Das sind wirklich schwere Rüstungen hier, das ist. Ja, zum Verkaufen ist es ja in Ordnung. Was ist das? Was? Ah! Wie zu erwarten, dann geht das hier von da aus auf. Dann geht es auch noch da runter. Da ist auch noch diese Rätseltruhe. Aber vielleicht ist es wieder sowas, wo ich erstmal wieder ein bisschen drüber nachdenken muss, aber nochmal irgendwie was ganz anderes einfällt.